Servus und Hallo bei Not Another Doctrine. Ich habe heute zwar einen einigermaßen guten Tag, deswegen habe ich mehrere Videos hintereinander aufgenommen, unter anderem auch die Wie wirkt, und habe eine Droge nach der anderen erklärt. Und wisst ihr was? Mein Körper reagiert immer noch. Könnt ihr das richtig sehen? Könnt ihr das sehen? Da ist ein Schweiß. Die Sau zeigt, da ist ein Schweiß. Aber riecht nach nichts. Ich weiß nicht warum. Und ich weiß auch nicht genau, welche Substanz das war. Ich glaube, das war, als ich über Koks geredet habe. Da plötzlich fange ich an zu schwitzen. Das sind diese Effekte, die mir, als ich das erste Mal in Stadelheim gesessen bin, das Leben gerettet haben. Das heißt, Leben gerettet, ich übertreibe mal wieder. Die mir bei der Verhandlung geholfen hat, dass ich auf Therapie gehen darf. Weil der Richter damals, das war auch so ein harter Hund, der wollte nicht wirklich glauben, dass ich drauf bin und so, weil ich halt nicht so ausgeschaut habe. Zeige ich mal ein Foto, wie ich aussah damals. Ganz ein normaler Kerle, aber ich war schon auf Heroin. Und ja, ich sitze halt da so drin im Gefängnis und habe jetzt so Schriftverkehr mit dem Staatsanwalt und mit dem Rechtsanwalt und so, und der beantragt halt dann, ja, müssen wir begutachten den Mann, und dann muss ich zu einer Gutachterin. Und dann fahren wir halt dahin, von Stadelheim mit dem Bus zum Amtsgericht gefahren, und ich musste zu einer Gutachterin. Und in dem Raum war es so, naja, vielleicht 18, 19 Grad, es war sehr kühl. Und ich komme halt da rein mit meinen Gefängnisklamotten, das war ja Jeanshose, die nicht sehr modisch geschnitten ist, und ein graues Hemd, glaube ich, habe ich angehabt. Und ich sitze der Frau so gegenüber und ich denke mir, ja, was will sie denn jetzt zu mir? Wie will sie das denn machen? Meine Arme anschauen, meine Einstiche, weil manchmal kann man sie sehen, heute zum Beispiel ist es auch so, dass wenn ich das Licht richtig halte, kann ich meine ganzen Narben noch sehen, wo ich früher mit der Nadel reingestochen habe. Jetzt war das so, dass das natürlich nicht der Fall war, weil zu diesem Zeitpunkt habe ich noch gar nichts gespritzt gehabt, sondern nur Folien geraucht und Crack und gekifft und Trips und Ecstasy und Speed und was ich jetzt gekriegt habe zu dem Zeitpunkt immer, außer Heroin habe ich immer gebraucht. Dann sagt sie zu mir, ja, erklären Sie mir doch mal, wie Sie das konsumieren. Und zwar das, was Sie jetzt am liebsten nutzen würden. Und zu dem Zeitpunkt habe ich halt gerne Crack geraucht. Und dann habe ich ihr erklärt, wie man das Päckchen öffnet, ne, dann kippt man das auf einen Löffel drauf, ein Wasser und dann das Natron. Und man muss das so und so abmessen, damit da das richtige Verhältnis ist. Und dann heiß machen von unten mit einem Löffel oder mit einem Feuerzeug. Und ich habe so ein Jetfire, dass kein Ruß dran kommt an den Löffel. Und da, an dem Augenblick, wo ich das so gesagt habe, lief mir hier ein Tropfen Schweiß. Da lief er so runter. Und ich sehe das so und sage zu der Dame, machst du weg? Und sagt, Entschuldigung. Und sagt sie, ja, alles klar. Und sie können gehen, sind fertig. Und sie, wieso? Sagt sie, ja, diese körperliche Reaktion, die sie da gezeigt haben, ist eine, weil sie süchtig sind. Das ist eine Sucht. Das kommt von der Sucht. Ihr Psyche und so und die Gier und alles. Und das hat sich für mich plausibel angehört. Deswegen bin ich jetzt total baff. Ich bin gar nicht gierig, gar nichts. Ich habe auch keinen Bock drauf zu. Aber warum schwitze ich noch immer so? Warum kommt denn das noch so? Also das ist etwas, was ich mir selbst noch nicht erklären kann, dass mein Körper noch eine Reaktion auf diese Vorstellung hat. Weil ich habe es mir natürlich bildlich vorgestellt. Wenn ich euch was erzähle, dann muss ich mir das ja aus der Erinnerung abrufen. Und anscheinend ist da immer noch eine Verzweigung in meinem Gehirn, die sagt, bei den Gedanken an Kokain und Crack schwitzt du. Da fängst du schwitzen an. Meine Hände sind aber nicht feucht. Das ist etwas, ja. Überlegt es euch gut, falls ihr noch jung seid und mit den Gedanken spielt, irgendwelche Sachen zu konsumieren. Ob es das wirklich sein muss, erstens. Und zweitens, wieso? Oder nicht? Peace out.